Jo Leute, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute spielen wieder Fall Guys. Wir schauen mal in die Showauswahl rein, was es Neues gibt. Und die Pixel Mega Party. Okay, wir spielen eine Runde, aber es könnte sein, dass Runde 1 schon der Vollbruch ist. Wir gehen da rein, sonst gucken wir noch mal in eine Solo-Show und so. So, Runde 1 geht los. Wir sind in der Vierergruppe und müssen das nachmalen. Was? Ihr, ach du Scheiß, was macht der denn hier? Ja, ich habe ja gesagt, das wird der Vollbruch. Es kann nicht sein, er hüpft einfach nur dämlich rum. Jawohl, wir haben das erste geschafft. Ja, wie cool. Wenn der mal aufhören würde, so dämlich hier rumzuhüpfen. Dann hätten wir es schon lange geschafft. Aber nee, er macht alles kaputt. Ja, ist das geil. Nein. Oh mein Gott. Ja. Was fehlt denn? Ja, der eine ist auch gequittet aus der Runde raus. Kann ich verstehen. Der hier trollt gefühlt. Da haben wir das zweite. Haben wir noch 23 Sekunden, das schaffen wir niemals. Deswegen hatte ich eigentlich keinen Bock, das zu spielen. Aber es gibt halt keine andere Show, ne? Keine neue. Ich probiere hier einfach. Machen, aber nee, es geht nicht. Ja, sind wir raus. Ein Team hat gleich instant gewonnen. Wir gehen in eine Solo-Show. So, Runde 1 in der Solo-Show. Eben war es natürlich der volle Bruch, aber es war klar. Wer hat immer da so einen dabei, der überhaupt nichts drauf hat. Im Sinne von dem, also der hüpft da einfach rum wie ein Wilder und hat keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob er das extra macht oder einfach zu blöd dafür ist, keine Ahnung. Es macht auf jeden Fall keinen Spaß, dieser Modus, wenn man nicht den Vierer-Squad kennt, mit dem man das spielt. Ich habe es probiert, weil ich dachte, vielleicht klappt es ja. Und der eine war ja auch top dabei, der andere ist halt gequittet, ne? Kann man ihm nicht übel nehmen. Würde ich auch so machen, wenn ich... wenn ich da so ein Teammate habe eigentlich, aber ich will es natürlich zu Ende spielen. Ich will es probieren. Aber wenn man das schon für das erste so lange braucht, dann war es auch klar, dass man es nicht schafft. Und wenn dann einer immer wieder aufs falsche Feld hüpft, bringt das einem auch nicht wirklich etwas. Ja, so ist es halt. Ich gehe hier lang, ich habe Angst bei der anderen Richtung lang. Aber wir sollten das erste Ziel hier schon mal erreichen und damit in Runde 2 sein. Und das haben wir jetzt geschafft. Runde 2 geht's hier ins Rennen rein. Weiß nicht, ob ich ein bisschen warten sollte. Aber... Ey! Mann! Ich hab den Sprung ein bisschen verkackt durch den Hechter. Oh nein! Durch den Hechter aber nochmal gesaved. Was? Passiert hier? Okay. Nein, der stolpert über so eine kleine Kante. Hat er sie noch alle? Okay, aber wir sind ganz easy im Ziel. Als vierter Platz. GG. Nächste Runde. Und jetzt spielen wir ein Spiel, was wir schon länger nicht mehr hatten. Und zwar hier das Volleyball. Oh, 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 ich habe irgendwie Angst, dass ich hier verkacke. Nein, ja, 1-0 für ihn. Oh mein Gott, was mache ich denn? Der ist schon mal drüben. Ja, der war auch okay. Ja, ja, 1-1. Wenigstens kein, nicht mehr zurück. Liege ich nicht mehr zurück. Kriegt er ihn beim ersten Mal rüber. Scheint so. Jawohl.
Nochmal? Muss ich nochmal? Nein. Aber jetzt. Ja. Nein. Ja, irgendwie noch gesaved. Und irgendwie rübergedrückt. Ich check's noch nicht. Nein! Nein! Och man, 2-1 für ihn. Der war gut. Ich bin irgendwie voll schlecht in dem Spiel. Fällt mir mal so auf. Stand jetzt bin ich raus. Nein! 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 Oh mein Gott, ich verliere. GG, Junge. Wieso hat er wieder? Ich bin... Och man. Ja, es ist 2-2. Ne, es steht drauf 3-1 für ihn. Wenn wäre es das 3-2, aber selbst das kriegt er hin. Ich weiß nicht, ich kann diese Perspektive irgendwie richtig schlecht einordnen. Ja, GG hat gewonnen. Mist. Nächste Solo-Show. So. Runde 1 in der Solo-Show. Nachdem wir eben beim Volleyball ausgeschieden sind. Ich glaube, ich habe die falsche Kameraperspektive so ein bisschen benutzt. Weil ich konnte überhaupt nicht richtig einordnen, wo der jetzt genau ist. Man sieht ja immer, wo der sozusagen auf dem Boden wird das ja abgebildet. Aber ich konnte nicht einordnen, wo der hinfliegen wird. Das war irgendwie nicht so gut. Aber passiert. Wir machen weiter. Können vielleicht... Ich wäre fast auf das Pad da geglaubt. Können wir vielleicht jetzt in der zweiten Runde performen. Okay. Sieht bisher nicht schlecht aus. Ja, Wolski. Wurden fast noch getroffen. Jetzt lassen wir uns vom Hammer ordentlich mal reinlöten hier. Nee, nee. Ja, ja. Was war das denn für ein super Move? Das war Astralen. Das gefällt mir und ich bin im Ziel. Runde 2. Hä? Ich dachte immer, das wäre so ein Halbfinal-Ding. Aber anscheinend nicht. Anscheinend. Oh ja, Wolski. Anscheinend ist das hier ganz schön früh schon der Fall. Oh, oh, Banane. Trifft uns nicht. Und es geht Richtung Ziel. Die ersten sind schon drin. Und ich schaffe es auch. Das ist ja grandios. Ging ja ultra flott. Und es geht weiter mit Knallantes. Und die Position, die ich hier gerade inne habe, die gefällt mir nicht so. Ein bisschen Angst. Wurde die umgebaut, die Map? Nee, ne? Weiß nicht. Auf jeden Fall habe ich Angst, dass ich runterfalle. 6 Stück noch. Warte mal, dann sind wir Top 10. Könnte sein, dass hiernach das Finale erreicht ist. Ey! Schauen wir mal. Oh, der ist fast runtergeplumpst. Oh mein Gott. Ach, da sind wir schon durch. Und wir sind tatsächlich im Finale. Und natürlich muss mein wenigst Lieblingsfinale kommen. Ich weiß nicht, ob das Sinn ergeben hat, aber Ex-Rolle. Aber wir probieren es trotzdem. Wir geben nicht auf. Wir bleiben dran. Stand jetzt noch keiner raus. Die ersten Löcher bilden sich hier. Ja. Es wird nicht einfacher. Ich hüpfe nur auf Gelb. Also probiere ich zumindest hier, damit in der Mitte wirklich kaum noch was übrig bleibt. Dass immer noch keiner raus ist. Das ist verwunderlich. Jetzt kann man hier einen ganz entspannten machen schon. Weil es jetzt mittlerweile so schnell geht, dass man auf einer Linie hüpfen kann. Und jetzt sind wir schon einmal rum und es ist noch keiner raus. Oh oh. Ich habe ein bisschen Angst. Nein, wie bin ich da runtergebacken? Ich bin der Erste, was soll das denn? Mann. Und jetzt machen wir... was war denn das jetzt nochmal? Ne, nicht relaxe, sondern gemischte Solo-Show. Ich sehe nicht so ganz... Wo hier was endet und wo nicht. Was? Nein! Oh mein Gott. Ey, man checkt das überhaupt nicht. Das ist hier voll... undurchsichtig hier.
Ich, was mache ich? Warum hechte ich? Warum? Och Mann. Ist das schlecht. Ist das schlecht. Ich hätte gar nicht hechten müssen. Nein, da auch nicht. Och Mann. Was ist denn das? Das ist viel zu schwer. Diese, also, ich verstehe schon, ne? Es ist so eine kleine Challenge hier, ne? Dass man halt nicht sieht, ob da jetzt eine Lücke ist oder nicht. Aber mal ehrlich, das macht gar keinen Bock. Ersten Checkpoint. Warum passiert hier nichts? Doch, hier passiert was, nur man sieht es auch nicht. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Jawohl, da muss man rüber, oder? Man kann hier durchrennen. Ach so. Okay. Oh nee, da ist eine Lücke. Willst du mich verarschen? Man kann ja wahrscheinlich auch hier durchrutschen. Okay, hier die Lücke überspringen. Nächster Checkpoint und wir bleiben... Oh. Wir bleiben auf der Stange. Und laufen geradeaus. Lassen wir uns mit dem Hammer hauen? Nee, ne? Aber wir fahren eine Runde, damit wir erstmal wieder aufstehen. Ja. Das Ziel? Nee. Wann kommt denn hier das Ziel endlich? Was ist das denn? Ich schaff das nicht hoch da. Okay. Warum ging es auf der anderen Seite nicht? Oh, wir sind durch. Wir sind erst am Ziel. Jawohl. Und damit haben wir, glaube ich, auch gewonnen. Und gucken dann, was als nächstes angeht. Als nächstes geht es in den Wandsturm. Mal schauen. Also relaxe Solo-Show. Okay, hier kann man ja easy... Ja, spring hoch. Oh mein Gott. Ja. Hier geht's lang. Jetzt schon mal gucken. Schafft man den? Probier's. Probier den Jump hier. Jawohl. Und ihn hier. Und da haben wir es schon. Das kann ja nicht wahr sein. Runde 1 geschafft. So, weiter geht's mit Leitlicht. Müssen wir uns eigentlich auch easy qualifizieren. In der relaxen Solo-Show. Kann man das mal machen. Jawohl. Nein. Oh. Dieses Licht ist mich so am Verarschen. Nee, ne? Das ist scheiße jetzt. Das ist richtig scheiße. Es ist vor allem keiner drin. Ah. Oder sind wir back? Der erste ist schon durch. Aber wir kommen auch. Und wir sind auch durch. Und jetzt sind wir im Finale. Knallball ist angesagt. Und wir müssen nur 40 Sekunden überleben. Ja, das habe ich schon wieder vergessen. War jetzt richtig motiviert, die fertig zu machen. Aber hier brauche ich nicht mal irgendeinen Ball greifen, um zu gewinnen. Ich könnte wahrscheinlich sogar stehen. Oh, na gut, vielleicht stehen bleiben nicht unbedingt. Genau in dem Moment. Ich weiß nicht, ob überhaupt irgendwer rausgeflogen ist. Ah, doch. Jetzt fliegen sie nach und nach raus. Oh, oh. Jetzt fallen auch die ersten Platten. Da kann es auch mal gefährlich werden. Aber ich mache aber einfach ganz easy, ohne irgendwie zu werfen. Sind gar nicht mehr so viele drin. Aber wir holen hier höchstwahrscheinlich den Win. Und dann machen wir zum Abschluss noch so einen gemischten Überlebenskampf. Die Shows bocken ja immer eigentlich ganz schön. Jawohl, Sieger. Und wir spielen den gemischten Überlebenskampf. Und ich check's nicht, was müssen wir machen? Ach du grüne Neune. Ich check's noch nicht. Müssen wir einfach hier drauf bleiben? Was wäre denn oben passiert? Wäre oben überhaupt irgendwas passiert? Weiß es nicht. Auf jeden Fall fühle ich mich hier ganz schön sicher. Obwohl die da auf der Dings wahrscheinlich viel sicherer sind, ne? Ich weiß es nicht. Ich will auf jeden Fall hier den Win holen.
Und bisher kann ich hier easy immer von Block zu Block springen und bin einfach schneller als das Teil. Guck mal, jetzt kann ich warten, bis es hier... Was? Oh oh. Das habe ich nicht kommen sehen. Ach, du grün, Leute. Nein. Nein, oh Mann, dann scheide ich so blöd aus. Egal, wir gehen zurück zur Lobby. Ja, Leute, und das war's auch schon mit der Folge. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wir konnten am Ende in der gemischten Überlebenskampf-Show leider keinen Win mehr holen. Davor aber in der Solo-Show. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da, lasst ein Abo da, wir sehen uns das nächste Mal. Haut rein. Ciao, ciao.